als erstes will ich gleich mal den Horst in meine Nähe bitten, der die Veröffentlichung, die wir so im Internet machen, so regelmäßig beobachtet. Er kennt ihn schon vom Handtag, erwartet also eine emotionale, ehrliche Ansprache, wenn ich ihn gleich ans Mikrofon lasse. Aber vorher habe ich auch noch ein kleines Experiment mit euch vor. Ich möchte euch bitten, schließt mal kurz alle die Augen. Und wenn ihr euch jetzt vorstellt, woran ihr so glaubt und was ihr hofft, dann seht ihr da ein klitzekleines Flämmchen. Das ist der Wille, dieses Handverbot nicht länger hinzunehmen. Es ist schwer, dieses kleine Flämmchen jeden Tag am Brennen zu halten, aber wir alle haben es in uns. Und wenn ihr jetzt die Augen wieder öffnet, dann seht ihr um euch rum tausende Menschen, die am Ende dieses Tages eine lodernde Flamme in ihrem Herzen tragen werden. Die wissen, dass unser Kampf ein gerechter ist und dass er mit nichts anderem enden kann als der vollständigen Legalisierung von Cannabis. So, und jetzt mache ich den Weg frei für Horst. Und der hat sicherlich auch etwas zu sagen, was euch das Herz wärmt. Bitte einen dicken Applaus für Horst is Guilty. Horst! Guten Morgen, Berlin. Ich grüße euch erstmal alle recht herzlich. Willkommen in Berlin am Alexanderplatz, in der Stadt, in der der Hanf eigentlich ein Zuhause hat. Aber an der Hanfparade müssen wir alle verstecken. Ich bin der Horst. Ich bin seit 11 Jahren aus Bayern geflohen, nach Berlin ins Exil. Es war bis am 5. Mai sehr angenehm. Am 5. Mai anlässlich des Hanftages wurde ich das erste Mal von den Menschen, die hier außen rumstehen mit den seltsamen Mützen und blauen und grünen Jäckchen, versucht zu kontrollieren. Daraufhin habe ich meine erste Rede gehalten. Ich habe mich entschlossen, den Hanfkampf nach 11 Jahren Ruhe wieder aufzunehmen. Ich habe derzeit einen Antrag bei der Bundesopiumstelle laufen. Der läuft die 3. Woche. Das heißt, ich bin im Moment eigentlich schon angehender mit medizinischer Indikation Hanfpatient. Eigentlich dürfte ich hier heute aus medizinischen Gründen schon rauchen müssen. Aber ich darf es nicht, weil ich ja der böse Horst bin und das Hanf noch viel böser. Diese Lüge muss aufhören! Meine lieben Mitbürger, ich habe derzeit ein Verfahren laufen, weil ich angeblich letztes Jahr irgendwann einmal an irgendeinem Tag in Bayern einem Freund, der Barkeeper ist, vielleicht unter umständlicher Weise ein wenig Gras gegen Drogen seiner Kneipe getauscht habe. Dieser Spaß soll mich jetzt 2000 Euro kosten für 3 Gramm Kraut. Dazu kommt eine Hauptverhandlung und eine eventuelle Bewährungsstrafe. Wenn ich gewusst hätte, dass ich seit 2008 legal Hanf beantragen kann, wäre ich nicht mehr kriminell gewesen. Wer weiß das von euch, dass man seit 2008 Hanf beantragen kann? Hebe die Hand! Das sind sehr, sehr wenige. Jetzt wissen es alle. Also Menschen, wenn ihr Migräne habt, wenn ihr Regelbeschwerden habt, geht zu euren Ärzten und fordert den Hanf ein! Es kann nicht wahr sein, dass allein in einer Stadt wie in Berlin mit Neurodermitis, Allergien, Hunderttausende von Menschen, die sich schon den Sprays benutzen und andere diversen Mittel, die Nebenwirkungen haben, die definitiv kränker machen, als sie vorher waren, und der Hanf verboten bleibt. Wo leben wir überhaupt? In diesem Sinne, ich möchte heute ein paar Freunde grüßen. Meine Freunde in den USA und die Sensemende-Leute in Brasilien, die dieses Jahr ihre erste Hanfparade hatten. Ja, ich sage nur eins, wer mehr wissen will, verfolge auf YouTube meinen Channel, Horst is Guilty, demnächst auch eine eigene Website mit eigenen Bongs, eigener Wahrheit, keinen Lügen, verfolgt mich weiter. Bless up everybody, I love you. Ich bin derzeit angehender erwerbsunfähiger Rentner. Der ganze Spaß mit dem bayerischen Staat kostet mich so ca. 3000 Euro. Wer Bock hat, macht bitte für 1 Euro oder 50 Cent ein Foto mit seinem Kopf, mit meinem Helm, und ich kann die Scheiße leichter bezahlen. Danke.